Hallo und herzlich willkommen zur grünen Weltausstellung am Meer, liebe Zuschauer. Deutschlands derzeit schönster Park aus der Vogelperspektive. Und so tauscht man sich dann aus über manches, was zwar am Rande der großen Weltpolitik steht, aber dennoch Gewichtigkeit hat. Jetzt ist es mittlerweile so, dass die Kreuzfahrtschiffe, wenn die da sind, die Touristen von den Schiffen zu machen. Wir sind mit dem Schiff vom Stadthafen hierher gefahren, einwandfrei. Finde ich ganz toll. Ich habe es mir nicht so schön vorgestellt, wie es jetzt ist. Also mit dem Wasser hier rum, also es ist fantastisch. Den besten Ausblick auf die Iger bekommen Sie natürlich von der Seilbahn aus. 62 Panoramagondeln lassen stündlich etwa 2.500 Besucher in 28 Meter Höhe über den Igerpark schweben. Und das alles im Dreieckskurs, knappe 3 Kilometer lang und in der sehr beruhigenden Geschwindigkeit von 18 Stundenkilometern. Gartenschauben gibt es in der ganzen Welt. Viele habe ich gesehen, an einigen durfte ich mitwirken. Und heute bin ich hier in Rostock. Rostock, Weltausstellung am Meer, meine Lieblingsgartenschau.